relativ heftigen Regenguss hinter uns. Du hast das mit deiner hellen Hose besser gemacht wie ich. Bei mir sieht es ehrlich gesagt scheiße aus. Hallo Norman. Hi. Ja, sagen wir mal so, ich war einfach ein bisschen schneller im Zelt, deswegen ist nichts passiert. Ich hab's nicht geschafft, ich war noch am Sprechen und dann... Ja, so ist es, ne? Das sind halt die Leute, die arbeiten, die kommen nicht schnell ins Trockene, und das sind die Leute, die nicht arbeiten. Die können sich ins Trockene stellen. Doch, du hast gearbeitet, du warst eben auf der Bühne. Ja. Und hast echt die Bühne gerade wieder gerockt. Ist eine super Stimmung draußen, oder? Es ist eine absolute super Stimmung. Vor allen Dingen war ich natürlich nochmal sehr, sehr aufgeregt. Also es war für mich auch sehr ungewöhnlich, weil ich bin heute das erste Mal auch als Moderator vor Ort. Und das habe ich ja noch nie getan. Und deswegen war es für mich sehr spannend. Aber das Publikum, eben von da oben schon zu beobachten, wie die abgehen, es ist Wahnsinn. Ich bin ja eben angekommen, hier war ja wirklich ein Monsun. Das war ja unglaublich. Und die Leute sind dick eingepackt, sind immer noch voll dabei. Und von schlechter Laune keine Spur. Überhaupt nicht. Also alle machen wirklich mit. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war im Februar in Friedrichshafen, da haben wir über Beatrice Egli gesprochen. Das war die zweite Motto-Show gewesen. Und ich habe dich gefragt, was du von ihr hältst, und du hast sie da auch schon kennengelernt. Jetzt ist Beatrice Egli, ja, DSDS-Gewinnerin. Was sagst du dazu? Was sage ich dazu? Ich sage, Deutschland sucht den Superstar. Deutschland hat endlich einen Superstar gefunden, der Deutsch singt. Und ich finde das klasse. Das habe ich ja bei mir in der Staffel auch immer gesagt, weil ich sehr schade finde, dass der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar mehr oder weniger dazu verdonnert wird, Englisch zu singen. Und ich finde es absolut klasse. Ich denke, dass das auch ganz klar zeigt, dass im Jahre 2013 die Leute einfach für Schlager offen sind und dass der Schlager einfach nicht mehr so altbacken ist, wie er oft verkauft wurde. Der Schlager ist modern. Wir haben internationale Sounds in unseren Liedern. Und Beatrice hat es ganz klar gezeigt und bewiesen. Kannst du dir vorstellen, mal irgendwann mit ihr zusammen zu singen? Natürlich. Also ich meine, Beatrice sieht gut aus, sie kann toll singen. Also ich wäre ja blöd, wenn ich als Mann sagen würde, mit ihr ein Duett zu machen, geht nicht. Weiß man nicht. Ne? Man muss jetzt mal abwarten. Ne? Sie hatte jetzt wirklich großen Erfolg, Charterfolg, ist jetzt tierisch ausgebucht. Und ich denke, dass es genau das Richtige ist, was sie jetzt macht. Erstmal alleine irgendwie sich zu etablieren. Natürlich hat sie jetzt gewonnen, aber jetzt liegt es natürlich an ihr, auch langhaltig dabei zu bleiben. Und wenn sie sich etabliert hat, wo ich mir gar keine Sorgen mache, ganz ehrlich. Dann wird sie den Erfolg haben wie du. Ja, genau. Ja. Beatrice Egli wird heute Abend auch noch kommen. Also... Wir erleben hier so langsam dann doch den ein oder anderen DSDS-Teilnehmer, der dann wirklich richtig viel Erfolg hat. Und es wird ja immer gesagt, ja, DSDS-Superstar, da wird nicht viel draus. Ich meine, du hast noch nicht mal gewonnen, ja. Aber trotzdem ist da richtig geil was draus geworden. Auf jeden Fall. Ich meine, viele Leute beschweren sich natürlich über das Format DSDS, Deutschland sucht den Superstar. Ja, ganz klar, also in kurzen Sätzen, welcher Künstler hat die Chance, vor 6 Millionen Zuschauern jedes Wochenende live zu singen oder live singen zu müssen auch, ja? Die Möglichkeit, bin in einem halben Jahr durch die härteste Schule, Medienschule zu gehen, die es gibt, keiner. Hat keiner. Das heißt, die DSDS-Kandidaten, die werden ja richtig darauf gezüchtet, zu funktionieren, auf den Punkt zu agieren und natürlich auf der Bühne das abzuliefern, was die Leute sehen wollen. Und das darf man nicht vergessen. DSDS ist zwar eine Casting-Sendung, aber nicht unbedingt die schlechteste. Und es soll eventuell ja umgebaut werden zu Deutschland sucht den Schlagerstar. Ja, also ich wäre dafür. Ne? Also ich meine, wenn man sich ja Deutschland sucht den Superstar, wenn man sich die griechische Version anguckt in Griechenland, das habe ich letztes Jahr durch Zufall, weil ich in Griechenland Urlaub gemacht hatte, habe ich ein bisschen rumgesäppt und das heißt da Greek Idol, glaube ich. So, und genauso aufgemacht wie DSDS, aber da sind die Leute wirklich rein in die zur Jury und haben erstmal griechische Songs gesungen. Und erst nach den griechischen Songs kam wirklich die englische Musik. Und das lobe ich mir, weil ich einfach sage, du bist in deinem Land, warum singst du deine Muttersprache nicht? Ne? Unsere Sprache ist ja eine schöne Sprache, ne? Und die Lieder, die können einfach super klingen, wenn sie gut gemacht sind. Und deswegen sollte man sich ruhig trauen, öfter Deutsch zu singen. Das finde ich auch. Gut, ich kann nicht singen, aber ich spreche dann wenigstens Deutsch. Letzte Sache noch, was steht jetzt die nächste Zeit an? Gut, die Olé-Veranstaltung ist klar, du bist, glaube ich, ich weiß nicht, ob auf jeder, aber auf ziemlich vielen dabei. Was gibt es darüber hinaus die nächste Zeit? Also ich bin natürlich bei jeder Veranstaltung, Olé-Veranstaltung dabei. Wenn ich nicht dabei wäre, dann würde ich mir große Sorgen machen, weil der Veranstalter ist jetzt schließlich mein Manager. Und wenn er sagen würde, du kommst hier nicht auf die Bühne, also dann sollte ich mir wirklich Sorgen machen. Nee, ich habe 120 Live-Auftritte dieses Jahr, viel Fernsehpräsenz und wir machen uns natürlich jetzt schon Gedanken, wie eventuell das dritte Album heißen könnte, aussehen könnte, sich anhören könnte. Ich bin dabei zu schreiben, andere schreiben schon für mich, Demos werden geschickt. Jetzt guckt man natürlich, was könnte eventuell aufs dritte Album, und das ist jetzt so das Hauptaugenmerk, ne, um halt zu schauen, dass das dritte Album noch mehr burnt wie das zweite. Geht das noch? Es geht immer, Luft nach oben ist immer, ne? Ist klar. Wann wird es soweit sein ungefähr, kann man schon was sagen? So Zeitraum? Also nachdem ich ja mein zweites Album angekündigt habe und das ein ganzes Dreivierteljahr doch nicht kam,
gebe ich keine Prognosen mehr ab. Ich denke, man wird es mitbekommen, wenn ich ein drittes Album auf den Markt schmeiße. Also wir warten gespannt, natürlich bei Ballermann Radio. Und währenddessen spielen wir einfach die anderen Titel von dir. Und die werden bei uns wirklich viel gewünscht. Wir haben ja zwischendurch immer wieder unsere Wunschsendung. Und die Wünsche sind immer wieder Norman Langen hier, Norman Langen da und noch mehr Norman Langen. Ja, vielen lieben Dank dafür. Also ich bekomme ja sowieso so viele Unterstützung von außen. Und ohne euch, ganz ehrlich, kannst du der beste Künstler sein, du wirst keinen Erfolg haben. Deswegen bin ich ganz stolz auf euch. Dankeschön, super. Danke dir. Alles Gute, viel Spaß noch. Ja, danke ebenso. Tschüss. Ciao. Ich freu mich drauf!